Hanicke. Feinkost flüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Banneke.de. Heute widmen wir uns mal einem nischigeren Thema, und zwar den Flips. Das sind Drinks, die ja fast nie bestellt werden, die auf den meisten Barkarten fehlen. Einfach weil viele Leute ein bisschen Angst davor haben oder das halt einfach nicht kennen oder es kommt ihnen seltsam vor, denn ein Grundbestandteil eines Flips ist ein Ei, und zwar ein ganzes, in manchen Fällen auch nur Eigelb. Eiweiß hat sich mittlerweile ja ganz gut etabliert, ne? Also gerade Sours werden häufig mit Eiweiß wieder angeboten. Flips, komischerweise haben die immer noch, fristen die einfach ein Schattendasein. Und da brechen wir doch einfach mal eine Lanze und zeigen Ihnen jetzt mal einen ganz einfachen Einstieg für einen Flip. Der Vorteil, man nutzt halt Ei einfach, weil es Geschmacksträger ist und eine wunderbare Konsistenz in den Drink gibt, die man sonst so nicht unbedingt hinbekommt. Sie benutzen ja auch sonst tierische Produkte in Drinks, Milch, Sahne. Versuchen Sie ruhig auch mal Eier, natürlich darauf die Qualität achten, die Schale abwaschen. Alles Selbstverständlichkeiten, und dann sollte man, wenn man vorsichtig ist, da auch relativ risikofrei im privaten Umfeld durchs Leben gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen, wie gesagt, erstmal einen Shaker und ein Ei. Und jetzt, wie gesagt, keine Skrupel, Ei nehmen und rein damit. Viel komplizierter wird es auch nicht. Dann brauchen wir für den Tutu-Flip 3 Zentiliter Brandy, 3 Zentiliter jamaikanischen Rum. Hier in dem Fall ist es jetzt nicht nur jamaikanischer, sondern ein Blend, aber auch ein sehr kräftiger Rum. Dann etwa 1 Zentiliter Zuckersirup und dann, je nachdem wie fruchtig Sie den Drink haben wollen, 1 bis 1,5 Zentiliter Himbeersirup. Und das ist schon die ganze Rezeptur. Jetzt gleich werden wir mit viel Eis shaken. Vorher bereiten wir aber in diesem Fall das Glas vor. Idealerweise, wie gesagt, haben Sie es natürlich, das erwähnen wir immer wieder gern, vorgekühlt. Wenn Sie es aus dem Kühler holen, haben Sie oft schon so einen leichten Beschlag am Rand. Dann können Sie super schön Zuckerränder machen. Ich mache das jetzt immer mit Zitrusfrucht anstelle von Wasser, einfach weil es noch ein bisschen Aroma mitgibt. Und dann einfach in den Zucker. In dem Fall ruhig auch einen ganzen Rand machen. Der ist jetzt ein bisschen dick geworden, aber bei Zucker ist das nicht ganz so schlimm. Bei Salz achte ich immer darauf, nur so eine Lippe zu machen, damit derjenige, der es nachher trinkt, selbst entscheiden kann. So, jetzt ist wirklich wichtig, mit viel Eis sehr kräftig zu shaken. Und auch nicht zu kurz. Denn nur dann bekommen wir auch die Konsistenz, die wir haben wollen. Das Ganze wird dann doppelt abgesalzt. Man kann das schon erahnen. Es hat halt so ein bisschen so die Konsistenz von Kuchenteig oder meinetwegen von Pfannkuchen. Und das kriegen Sie eigentlich nur mit dem ganzen Ei. Wenn Sie mögen, können Sie natürlich noch Früchte als Garnitur nehmen. Mir reicht in diesem Fall der Zuckerrand. Und fertig ist der Tutu Flip. Cheers!
Tschüss.